Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge Pokémon TCGO. Wir werden uns heute für die 500 Ocken mal wieder ein neues Deck kaufen und dann einfach mal damit ein paar Ründchen spielen. Ich habe mir auch schon angeguckt, welche Decks man theoretisch jetzt gerade in der Anführungszeichen Themendeck-Meta spielen kann. Habe auch da ein paar Tipps gekriegt von euch in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Und ich habe mir angeguckt, es gibt zwei verschiedene Decks, die ehrlich gesagt relativ cool sind gerade im Moment. Und das ist einmal dieses Deck hier, was wir auch wahrscheinlich kaufen werden, weil es echt stark ist. Und dieses Deck hier, was auch ziemlich stark ist, aber meiner Meinung nach, ja, es geht tatsächlich so. In beiden Decks sind als, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, man hat in beiden Decks halt diese Grund-Pokémon, die man hier hat. Und die finde ich in diesem Deck tatsächlich stärker als im anderen. Aber dafür sind halt diese so Side-Karten, wie zum Beispiel Molunk, ist im anderen Deck auch drin. Deswegen nehmen wir einfach mal das hier, weil ich finde ehrlich gesagt die Themenkarte kann man es glaube ich nennen, weil sie halt vorne drauf ist und weil es halt das Thema vom Deck vorgibt, finde ich die tatsächlich stärker, weil sie halt diese Fähigkeit hat, einmal während deines Spielzuges, bevor du angreifst, kannst du drei Pokémon auf deiner Bank wählen, lege anschließend ein anderes Pokémon auf deine Bank oder auf eine Ablagestapel. Das ist super sick, weil das ist super, super sick. Deswegen werden wir das einfach mal auspacken. Das andere Deck, was wir halt nehmen könnten, wäre das hier gewesen und ich glaube, das hat gar kein Ding hier, gar keine Spezialding. Das war wohl die EX-Form, die ich da das letzte Mal auch gesehen habe, weil die EX-Form von dem Vieh, ich kann irgendwie, dass man unendlich oft Mana, nicht Mana, natürlich hier Energie hin und her tauschen kann und das ist absolut krass. Das ist absolut, absolut krass. Wir nehmen aber nicht Nebelmond, wir nehmen heute den Dunkelschlund, wie er so schön heißt, und lösen das Ganze ein. Ja, wir gehen dann auf 29 runter wieder, kriegen aber dadurch ziemlich, ziemlich viele gute Karten. Besonders jetzt haben wir auch endlich mal hier so, was ist das, Finsternis? Ich glaube, Finsternis dürfte es sein oder sowas. Das sind auf jeden Fall gute Sachen. Hier sehen wir es ja, Kartenenergie 0 von was weiß ich was. Und einen schönen Coin haben wir dazu gekriegt. So, das Ganze werden wir jetzt spielen. Können also hier auf den Play-Button gehen in den Versus-Modus und gehen mal ins Themendeck-Format, wenn es mich lässt, ja, und spielen das hier. Das Ganze spielt Colorless, ich weiß immer noch nicht ganz, farblose Energie, dann Finsternis und Kampf. Und das ist ja tatsächlich mal was komplett anderes als die Decks, die wir jetzt bisher gespielt haben. Leider haben wir ja in der letzten Folge unsere Winstreak verloren. Das ist sehr, sehr schade tatsächlich gewesen, weil ich die gerne fortgeführt hätte. Aber wir schauen jetzt einfach mal, vielleicht können wir uns ja jetzt langsam aber sicher wieder eine aufbauen. Ich meine, hey, wir haben das schon mal hingekriegt mit einem selbstgebastelten Deck von mir, also sollten wir es mit dem Themendeck auch hinkriegen. Okay, wir spielen genau gegen das Konterdeck. Ach, come on, das ist nicht lustig, Leute. Das ist ganz und gar nicht lustig, weil die meisten meiner Finsternisviecher sind halt leider anfällig für Psycho. Und das Deck spiele ich komplett Psycho. Das ist ganz schön uncool. Was haben wir hier? Einmal während des Zuges, bevor du angreifst, kannst du so lange Karten ziehen, bis du drei Karten auf deiner Hand hast. Okay, den wollen wir später haben. Adler, wir haben schon die letzte Entwicklung. Ja, ganz ruhig bleiben. Okay, das sollte okay sein. Durchsuche dein Deck nach zwei Basis-Pokémon und lege sie auf die Bank. Das ist gut. Ja, wir schmeißen ja mal alles auf die Bank raus, was wir haben, weil wir können dann Inia triggern im nächsten Zug direkt, wenn wir eine Extra-Karte ziehen und können damit dann halt sogenanntes Value generieren, weil wenn ihr euch jetzt überlegt, wir legen jetzt das hier raus, legen eine Energiekarte und dann sehen wir doch ganz gut. Okay, jetzt muss ich mich schnell muten, weil jetzt muss ich nämlich gleich niesen. Mann. Okay, er spielt Energielotterie. Schau dir die obersten 7 Karten deines Decks an. Dort findet er. Ja, okay. Interessant, die Karte Nestball. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon. Okay. Ist tatsächlich alles gar nicht so schlecht. Wir können hier durch ihn, ich finde ihn echt stark, dadurch, dass wir halt uns ein Basis-Pokémon einfach raussuchen können. Das ist echt nicht schlecht. Und was hast du? Das aktive Pokémon, das Gehen schläft jetzt. Oh. Schlafen. Oh, nice.
Ah, warte mal, es hat eine Kampfschwäche und eine Psychoresistenz. Du kannst eine Energie von diesem Pokémon auf den Handball schaffen. Ne, das wollen wir tatsächlich nicht. Wir brauchen halt doppelt dunkle Energie dafür. Wollen wir erstmal was searchen? Wir können das auch noch nicht drauflegen, obwohl es die Weiterentwicklung ist. Wir machen das mal im Familienruf. Dann nehmen wir uns den hier raus und wir nehmen uns nochmal den hier raus. Ja, perfekt. Ich denke, das ist so der richtige Play gewesen. Es ist ja jetzt auch so, das ist das. Ihr habt es vorhin gesehen, ich habe es frisch gekauft. Also es ist das erste Spiel tatsächlich, das ich damit mache. Deswegen seid mir da bitte nicht allzu böse, wenn ich das hier ordentlich verkacken werde, weil es ist tatsächlich nicht so einfach, wie es aussieht. Besonders da wir keine Energiekarten haben im Moment. Ziehe zwei Karten. Wow, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Machen wir so. Machen wir so. Der Professor. Professor, Professor. Und natürlich werde ich jetzt in Steam angeschrieben. Hör auf Steam. Lass das. Ja, wir machen das einfach nur wegen dem Card Draw. Okay, da ist Tali, das ist gut. Es bringt mir halt nichts hier anzugreifen, weil ich kann nichts mehr auf meine Bank legen. Deswegen ist es vollkommen irrelevant. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf den Ablagestapel. Oh fuck, er hat schon die Endentwicklung. 130 Schaden? Ah, ich halte 160 aus. Never mind. Never mind. Ziehen mal Karten. Ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich hier in den Card Draw einfach deny. Verschiebe alle Energien von diesem Pokémon beliebig auf Pokémon. Diese Attacke fügt 40 Schadenspunkte zu, mal der Anzahl an dieses Pokémon angelegte Psychoenergien. Das ist schon ganz schön stark, muss ich sagen. 40 Schadenspunkte mal, sagen wir 2 wären 80, mal 3 wären 120. Ihr müsst 4 Stück daran angelegt haben, dass das hier stirbt. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Schade. Wäre schön gewesen, wenn wir das hätten weggelegen können, aber never mind. Was mache ich da? Einmal während deines Ausjäten, einmal während des Zuges, bevor du handelst, kannst du drei Pokémon auf deiner Bank wählen. Lege anschließend die anderen Pokémon auf deiner Bank auf den Ablagestapel. Und was bringt es mir, wenn ich das mache? Ich meine, vom Prinzip her bringt es doch eigentlich gar nichts. Lege zwei Karten aus deiner Hand auf den Ablagestapel. Wenn du das machst, ziehe vier. Können wir die zwei weglegen? Wäre vielleicht nicht so ein unsmarter Move. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und lege es auf deine Bank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe noch nicht ganz, was das hier bringen soll. Einmal pro Während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du drei Pokémon auf deiner Bank wählen. Lege anschließend die anderen Pokémon auf den Ablagestapel. Und jetzt? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber
Was soll der Geiz? Ja, nur mit der Ruhe, liebes Spiel, nur mit der Ruhe. Ich muss das Deck erstmal checken, bevor ich hier irgendwas machen kann. Da hetzt mich das Spiel, hey Leute, da hetzt es mich. Aber wir machen nochmal 30 Schaden. Komm. Ah. Schade, leider keine Energie abgelegt. Okay, da geht die zweite Energie drauf. Das ist nicht cool. Er zieht nochmal Karten. Genau das wollte ich ihm eigentlich verhindern, dass er das macht. Rückzugskosten 1. Wie viel hast du? Rückzugskosten 2. Ja, wir greifen an. Das ist tot. Es droppt aber auch nichts. Wir nehmen die Karte hier. Fluchtzahl. Das ist gut. Jedes Spiel. Okay. Jetzt kommt diese komische Lampe. Laterno. Laternecto. Von mir ist auch das. Aber das ist voll krass, hey. Die meisten Pokémon, wenn ich mir die halt so angucke, das ist einfach eine fucking Laterne. Warum? Okay, eine Karte darf es sich rausholen. Okay, muss ich mir mal genauer angucken. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um es zu entwickeln, ziehe drei Karten. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Basis-Pokémon ist, füge 60 Schaden zu. Wow. Oh, was? Das hat eine Schwäche für Feuer. Oh. Das ist natürlich nicht so optimal, habe ich gehört. 80 Schaden. Ich denke, das sollte der richtige Move sein. Das sollte der richtige Move sein. Wenn er halt jetzt noch eine Psychoenergie hat, dann bin ich wahrscheinlich tot. Eigentlich einem sehr, sehr hohen Prozentsatz bin ich dann tot. Und wenn er keine hat, dann ist es ganz gut für mich, weil das Viech ist ultra, ultra sick. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du keine Energie hast, oder? Okay, jetzt hat er spätestens Energie. Eieieiei. Ja, jetzt kann ich ihn töten und das ist sehr, sehr problematisch. Wir legen die zwei Karten ab. Ziehen neue. Haben hier schon mal die Entwicklung. Wie viel hat das? Hält das aus? 160. Das machen wir halt egal, wie wir das machen, nicht. Warte mal, aber wir haben doch Resistenz gegen Ding, der 20er Resistenz. Das heißt also, er würde mir genau 100. Wie viel würde er machen? Er macht 40 pro Hit. Das heißt 1320. 1460 und dann noch die Resistenz. Das heißt, er bräuchte sogar noch einen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das könnte sogar funktionieren, Leute. So, zack, weg mit dem. Weg mit dem. Komm, gib mir die Weiterentwicklung. Ah, Tali ist aber gut. Tali sind Karten zum Ziehen, Leute. Karten ziehen ist immer gut. Okay, jetzt mal gucken. Hat er die fünfte Energie? Bitte nicht. Fuck, er hat sie. Verdammt. Ja gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier uns irgendwie rausmogeln können.
müssen wir gucken, wie wir uns jetzt hier irgendwie rausmogeln können. Zack. Komm, eins brauche ich wenigstens. Eins. Jawohl. Jawohl, zwei Stück gleich. Okay, dann nehme ich ihn hier. Habe ich noch einen Hundemon? Weiß gar nicht. Nee, aber ich habe ihn hier doch noch. Ja, wir nehmen das hier noch raus. Okay, wir machen Entwicklung hier. Wir machen Entwicklung hier. Machen Play. Wir legen hoffentlich eine Karte ab von ihm. Komm. Fuck it. Hey, warum jedes Mal nicht? Alter. Kopf oder Zahl, Leute. Kopf oder Zahl. Es betrügt einen jedes Mal. Ich denke aber tatsächlich. Oh, da kommt der Trank. Der macht einen 240er Hit, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber was kann der hier? Okay, was ist das? Rückzugskosten jedes Pokémon mit einem 2 verringert. Das heißt, er kann es kostenlos zurückziehen. Ich aber meins auch. Je nachdem, was er jetzt macht, wenn er es jetzt zurückzieht, ist es tot. Er ist es nicht tot, natürlich. Dann überlebt es auf jeden Fall. Was kannst du noch mal? Okay. Dann machen wir hier einmal einen Knirsch und legen immer noch keine Marke ab. Eieiei, Leute. Eieiei. Sucht sich ein Basis-Pokémon raus. Das Krasse ist halt tatsächlich, ich glaube wirklich, wir könnten hier was machen, wenn wir. Wenn er die Karte hier nicht gehabt hätte, hätten wir wahrscheinlich was machen können. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich getötet und dann wäre es für ihn wahrscheinlich vorbei gewesen. Gut, er fügt jetzt meinem Viech hier sehr, sehr viel Schaden zu. Ist aber eigentlich relativ irrelevant, weil ich den eigentlich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr so wirklich brauche. Aber ist okay, er kann halt jetzt gute Preiskarte rauskriegen. Das ist halt das, was echt interessant ist für ihn an der Stelle. Ich spiele diesen komischen Bären. Und machen hier mal. Das ist über den Deckel auf bis zu zwei Karten. Ah, das ist nicht optimal. Das ist nicht optimal, aber es ist okay. Ich meine, er kann ihn jetzt nicht töten und wir geben ihm dann Gift drauf. Okay, wir haben jetzt hier eine Verbrennungsmarke und eine Dingmarke drauf. Ah, das sind zwei verschiedene. Also, okay, weil wir machen hier pures Gift und der macht hier Verbrennen und irgendwelches Gift. Noch drei Stück brauchen wir, Leute. Das war nicht cool.
Das war ganz und gar nicht cool. Ja, komm, gib mir mal drei Karten. Wir versuchen es mal. Wir hauen ihm sein Pokémon weg. So, und dann hätte ich mal gesagt, durchsuchen wir unser Deck nach einem einer Weiterentwicklung geht's nur. Fuck. Ja gut, dann nehmen wir das hier. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Basis-Pokémon in dem Deck drin. Oder sind die alle drei noch da drin? Das wäre natürlich uncool. Elf Karten, elf Karten. Es kommt halt jetzt drauf an, wer wirklich länger durchhält. Das ist halt jetzt hier an der Stelle das Wichtigste eigentlich. Da geht ja die Feuerenergie drauf, okay. Ah, verwirrtes Pokémon. Ah, das geht mir gerade so auf den Zeiger, dieses blöde. Oh, du hast keine Zeit mehr. Rettungstrage. Ich mische drei Pokémon aus meinem Friedhof in mein Deck. Eins, zwei, drei. Sollte eigentlich ein ganz smarter Move sein. Dann legen wir das hier drauf. Und geben dann das hier noch drauf. Und dann machen wir einen Turn. So, entschuldigt bitte kurz die Unterbrechung. Wir ziehen drei Karten. Ich muss sagen, das finde ich an dem Spiel um einiges schlechter als. Ich finde, das finde ich an dem Spiel ehrlich gesagt um einiges schlechter gerade als an Hearthstone. Das ist die ganze Zeit dieses Drängeln von wegen, oh, du hast nur noch 15 Sekunden Zeit, mach jetzt mal schneller. Hat. Das ist echt ätzend. Ja, nice. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Besonders, ich verstehe gar nicht warum, weil ich meine, man muss ja auch bei dem Spiel ein bisschen überlegen. Wenn man das im Real Life spielt, hat man ja auch nicht nur 10 Sekunden Zeit, um irgendeinen Zug zu machen, bevor es dann anfängt, bevor daneben der einer steht mit einer Glocke. Ding, 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 du musst schneller achten. Okay. Wir spielen eine Energie da drauf, machen dann hier nochmal einen Schlag. Treffen bitte. Wir treffen natürlich nicht. Das macht sich selber 30 Schaden und damit sterbe ich jetzt in dem Zug. Ach, come on. Das ist nicht gut, Leute. Das ist ganz und gar nicht gut. Besonders er baut sich jetzt sein zweites Ding aus. Bälle zu einer Pokémon auf das Fischhorn. So, ja, hier drauf bist du irgendwie dumm. Hier, zack. Also. Ja, dass man da erst fertig drücken muss und dann das verschieben kann. Diese Attacke fügt 20 Schadenpunkte mehr mal der Anzahl der an den aktiven Energien. Seid inzwischen 5. Das macht 60. Ne, das reicht nicht aus.
Ich spiele den Professor, weil wir Card Draw brauchen. Da ist unser Dude. Das ist sehr, sehr gut, weil dann können wir den rausspielen. Dann können wir jetzt hier noch bitte, bitte, bitte den letzten Dude rausziehen. Perfekt, den nehmen wir auch noch mit. Energie da drauf. Das hier da drauf. Und wir haben nur noch 4 Züge, um das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Okay. Noch 2 Pokémon. Fuck, das ist ein Basis-Pokémon, gell? Plus wie viel Schaden macht das? Ah, natürlich, genau Lethal. Genau Lethal Damage. Aber er braucht halt auch nur noch eine Karte, um jetzt hier irgendwie was zu machen. Das ist vorbei, liebe Leute, leider. Leider, leider, leider ist das vorbei. Tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Das bringt uns leider gar nichts. Wir können ja an der Stelle nichts mehr machen. Er würde uns im nächsten Zug jetzt einfach töten mit seinem komischen Viech da. Sehr, sehr schade. Die Problematik war, dass er diese Karte hier einmal gezogen hat. Die bringt uns zwar auch was mit den Rückzugskosten, dass unsere Viecher keine Rückzugskosten haben, aber schlussendlich bringt es halt nichts, leider sonst. Er hat halt das 6 Energien aufgemacht. Das erinnert mich ein bisschen an Trassler, an die letzte Entwicklung hier, die man spielt. Obwohl wir eine Resistenz haben. Ja, fertig, komm. Schade. Erstes Spiel verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht das andere Deck vielleicht das stärkere Deck gewesen wäre, aber ich finde das tatsächlich eigentlich echt gut. Ich werde das jetzt auch mal weiter spielen, ein bisschen. Man muss ja üben, liebe Leute, bis man so ein Deck dann erstmal richtig gut beherrscht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.